Hey, meine Freunde, herzlich willkommen zu den Barré-Griffen auf der Gitarre. Super geiles, spannendes Thema. Gerade wenn du als Einsteiger noch nicht so richtig weißt, wie du die Technik lernen sollst, dann schau dir meine ganzen Videos da zum Thema Barré-Akkorde greifen an. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dem Video einen Daumen hoch gibst, meinen Kanal natürlich abonnierst, kostenlos für dich, super cool. Und heute bist du genau richtig beim Thema Barré-Akkorde wechseln lernen. Wir haben jetzt zum Beispiel im letzten Video schon gelernt, wie die Barré-Akkorde aufgebaut werden auf der tiefen E-Seite. Aber es gibt ja auch noch Möglichkeiten, die A-Griffe zu verschieben. Du kennst wahrscheinlich den A-Moll-Akkord, ein so schöner Akkord. Ja. Traurig klingender Akkord. Ja. Oder den A-Dur-Griff. Das ist die Dur-Variante dazu. Beide Griffe haben gemeinsam, dass ihr Grundton sich auf der A-Seite befindet. Das ist die zweite von oben gezählt, die zweittiefste. Und ach, weißt du was? Ich spiele das für dich wieder auf der Konzertgitarre, einfach damit du das besser nachvollziehen kannst. Hier ist die A-Seite, ja, hier ist mein A-Moll-Griff. Und diesen A-Moll-Griff kann ich auf dieselbe Art und Weise verschieben, wie ich das bei den Dur-Griffen auf der tiefen E-Seite auch schon erklärt habe. Wir können den Zeigefinger benutzen und ihn über die unteren fünf Saiten drüber legen und beispielsweise mal in den dritten Bund gehen. Ja, dann haben wir hier die Note C, die kennst du vielleicht auch schon. Dritter Bund auf der A-Seite. Dann legst du hier einen sauberen Barré-Griff hin, nämlich mit dem Zeigefinger leicht in die Neigung gegangen, dass du hier mit der Kante des Zeigefingers die Saiten abgreifst und mit dem Daumen hinten angewinkelt in der Mitte des Halses gegendrücken und mit den Fingern, die wir übrig haben, Ringfinger, kleiner Finger, Mittelfinger, greifen wir nun auf der D-Seite und auf der G-Seite den fünften Bund zusammen. Diese beiden Finger machen das nebeneinander parallel im fünften Bund auf den mittleren beiden Seiten, auf der D-Seite und auf der G-Seite. Und der Mittelfinger greift unten noch, ja, den vierten Bund auf der B-Seite. Ja. So, zum Schluss drücken wir noch mit dem Zeigefinger unseren Barré eben drauf. Und jetzt, ja, streichen wir mal über alle Seiten drüber, fast alle über die unteren fünf Seiten, die tiefe E-Seite. Lassen wir bitte mal für einen Moment außer Acht. Ich mache das sogar ganz gerne, dass ich mit der Fingerkuppe die Saite abdämpfe, hier oben die Tiefe. Dass man wirklich nur das hört, was man auch hören soll, dann klingt mein Akkord noch sauberer. Ja? Er klingt so ein bisschen zurückhaltend, ein bisschen schüchtern, aber er klingt schön. So, und jetzt zur spannenden Frage. Was haben wir hier überhaupt für einen Akkord? Wir hatten es gerade schon, das ist der Grundton C. Also muss es irgendwas mit C heißen. Und jetzt ist die Frage, ist das ein Mollgriff oder ein Durgriff, den wir hier vorne dran gegriffen haben? Und dazu gehst du zum Prüfen einfach immer zurück in die erste Lage. Ja? Was haben wir hier für einen Akkord? Ah, das war ein A-Moll. Ja? Und dasselbe Prinzip greift eben hier wieder. Wir nehmen einfach mit der Barré-Technik den Grundton mit und auch die restlichen Töne der Leerseiten werden mittransportiert und erhalten hier an der Stelle eben C, Grundton C plus diese Mollgreifweise. Einen C-Moll. Super simpel in der Theorie und in der Praxis ein bisschen übungsbedürftig. Ja? Achte wieder darauf, dass du mit den Fingern nicht gestreckt auf die Saiten drauf gehst. Gestreckte Finger sind unkontrollierbare Finger, sind Finger, die tiefe Saiten abdämpfen, vom Klingen abhalten. Und dieser A-Griff, der lässt sich jetzt auf sämtliche weiteren Bünde übertragen. Alles, was du können musst, sind die Grundtöne auf der A-Seite von 0 bis zum 12. Bund, bis hier auf der klassischen Gitarre der Korpus beginnt. Das ist bei der klassischen Gitarre exakt der 12. Bund. Ja? So, der nächste Ton, der mir hier ganz spontan auffällt, ins Auge springt, ist der 5. Bund auf der A-Seite. Und das ist die Note D. Prüf es mal mit der leeren D-Seite zusammen. Ja? Das ist die Note D. Im fünften Bund in der Mitte des Halses. Und wenn ich jetzt hier einen Barré greife plus diesen Mollgriff vorne dran setze, erhalte ich einen D-Moll. Du kannst auch gerne mal die Gegenprobe dann machen. Das ist der offene D-Moll, ja, der leichte D-Moll. Den kann eigentlich jeder schon mal zu Hause aufbauen und prüfen, ob es funktioniert. Mittelfinger, zweiter Bund, G-Seite.
Ringfinger, dritter Bund, B-Seite und erster Finger greift die hohe E-Seite. Gespielt wird ab der leeren D-Seite. Das ist der D-Moll. Und den D-Moll kannst du halt auch als Barré-Version greifen. Warum macht man jetzt das eigentlich? Nochmal zu dieser Frage, warum tut man sich diese Qual an, dass man so ein Barré spielt? Wenn du einen Dis-Moll zum Beispiel plötzlich greifen sollst, kannst du von D-Moll durch Verschieben der ganzen Hand um einen Bund plötzlich Dis-Moll spielen. Oder entsprechend auch vom C zum Cis-Moll. Dieses hohe Maß an Flexibilität, jederzeit der Band dienen zu können, das hast du nur mit Barré-Akkorden. Das bringen dir die offenen Akkorde nicht. Du kannst nicht einfach einen D-Moll in der offenen Greifversion spielen und plötzlich umsatteln auf Cis-Moll oder Dis-Moll. Das geht leider nicht. Deswegen ist dein Gitarrenspiel auch ohne Barré-Technik ein sehr eingeschränktes Gitarrenspiel. Du kannst dann also nicht, wenn du jetzt irgendwo in der Kirche einen Lobpreis spielst oder vielleicht irgendwo in einer Band einsteigst, den Sänger geil unterstützen. Mich kann der Sänger fragen, hey, spiel den Song bitte ein Halbton tiefer, weil mir ist das zu hoch, ich komme auf meine hohen Töne nicht. Dann nehme ich einfach meine Barré-Akkorde und spiele einfach nur einen Bund zurück, dasselbe Greifmuster und auch dieselben Akkordabstände. Und das ist so cool zu können. Lerne also mit diesem Video alle Töne auf der A-Seite kennen plus den Mollgriff und schon hast du jede Art von Mollgriff, Cis-Moll, Dis-Moll, Fis-Moll, die du spielen können willst, sofort parat. Ja? Und wir gehen jetzt mal die Töne auf der A-Seite komplett durch, damit du da einmal die Information richtig bekommst. Also die wichtigsten Töne finde ich ganz, ganz klar zu sagen. A-Seite leer ist natürlich die Note A. Im zweiten Bund haben wir die Note B. Ja, bitte B sagen und nicht H. Hier haben wir im dritten Bund die Note C. Vom C-Dur kennen wir das schon. Dann haben wir hier die Note D. Im fünften Bund, im siebten Bund findest du die Note E. Ja. Im achten Bund findest du die Note F. Da ist es genau wie vorher auf der E-Seite gewesen. Diese beiden Töne sind sehr häufig verwendet und sie liegen tatsächlich nebeneinander. Das ist ganz wichtig zu wissen. Hier sind eben nur Halbtonschritte dazwischen, also direkt nebeneinander. Direkter Nachbar ist eben im achten Bund die Note F und dann geht es hier im zehnten Bund nochmal zur Note G. Und hier oben im zwölften Bund ist wieder ein A. Das gleiche, was du eben hier gefunden hast, nur eine Oktave höher. A, tiefes A und hier ein hohes A. Ja, man hört die Ähnlichkeit. Wenn du sie gleichzeitig spielst, verschmilzen sie zu einem Ton. Man erkennt kaum, dass das zwei Töne sind. Ne? Sie verschmelzen zu einem Ton. Und das ist eben das Geheimnis der Oktave. Im 12. Bund ist nochmal ein A zu finden. Was dazwischen sich befindet, sind die Noten. Ja, A ist zum Beispiel im 1. Bund, also diese ganzen Kreuze, die Versetzungszeichen, wem das was sagt. Hier im 4. Bund haben wir einen Cis vom C aus gesehen. Im 6. Bund ist es ein Dis. Hier kommen wieder die Standardtöne E, E und F. Hier ist es Fis im 9. Bund. Und dann kommt im 11. Bund nochmal ein Gis. Ja? Das sind also die seltener verwendeten versetzten Töne, ja, die Kreuztöne. Und ansonsten würde ich eben auch in dieser Reihenfolge lernen. Lerne erstmal wirklich die Töne, die dir am allerwichtigsten sind. Das sind diese, auf dem Klavier wären das die weißen Tasten, auf der Gitarre sind diese Positionen mit Punkten markiert, dass man sich da ein bisschen besser orientieren kann. Und baue dann entsprechend den Mollgriff drauf oder, wie in den vorigen Videos gelernt, die Dur-Versionen. Und dann hast du schon ziemlich viel drauf. Jetzt nochmal abschließend als kleinen Bonustipp, was du hier gelernt hast auf der A-Seite, kannst du natürlich auch in eine Dur-Form umwandeln. Du kannst also aus einem C-Moll, bleiben wir mal bei diesem schönen Beispiel, aus einem C-Moll auch ein C-Dur machen und kramst da einfach aus deinem Gitarrenwissen hervor die Greifweise des A-Durs im zweiten Bund. Ja? Du weißt ja, den A-Dur greift man mit dem ersten, zweiten und dritten Finger im zweiten Bund und es geht hier sehr eng zu. Der Akkord klingt auch nicht immer besonders schön, da klingt man immer ein bisschen verstimmt, was wieder ein anderes Thema ist für ein neues Video. Aber wenn du ihn so greifst, dass der Zeigefinger plötzlich frei wird, ja, sprich also mit dem Mittelfinger,
Ringfinger und dem kleinen Finger jeweils im zweiten Bund auf der D, G und B-Seite. Und dann kannst du ihn eben auch verschieben, zum Beispiel hier hoch im dritten Bund ein Barré machen, was für den C-Grundton, und dann vorne dran einen Dur-Akkord setzen im fünften Bund und erhältst einen C-Dur-Akkord. Klingt gleich, ja, die Töne sind identisch, anders angeordnet. Ja? Aber du merkst schon, es ist kein Vorteil, diesen C-Dur so zu spielen. Er klingt verstimmt, er klingt schüchtern, er klingt defensiv, er klingt gedrungen, dumpf, muffig. Ich mag diese Dur-Barré-Variante hier oben nicht so besonders gerne. Ja? Also ich würde das wirklich nur im äußersten Notfall anwenden. Und genau, wenn du ein Dur-Barré brauchst, dann greif ihn doch lieber auf der tiefen E-Seite. Mit dem Grundton auf der tiefen E-Seite und setz einen E-Dur-Griff vor, wie ich es im vorigen Video erklärt habe. Und wenn du einen Moll-Griff brauchst, gehst du einfach hier, suchst du deinen Grundton auf der A-Seite aus und baust einen A-Moll-Griff davor. Und das Schöne ist, du hast jedes Mal eigentlich von der Greifvariante her einen F-Dur. It all comes down to the basics. Hier ist der F-Dur und das ist der Standard-Barré überhaupt. Und den schiebst du auf der E-Seite als Dur-Griff hin und her und auf der A-Seite schiebst du den als Moll-Griff hin und her. Alles, was du können musst, sind die Töne auf der E- und auf der A-Seite. Und schon hast du es drauf. Ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Umsetzen. Das war's für heute. Hau rein, dein Georg Norberg. Tschüss.